Wir sehen uns gleich nochmal. Bei uns geht es jetzt ja in einen Bienengarten. Den wünschen sich ja viele, aber ganz ehrlich, und mir geht es auch so, welche Pflanze gehört in so einen Garten rein? Da gibt es natürlich Hilfsmittel wie Bücher. Wir haben eine sehr interessante, ziemlich gartenpraktische Webseite gefunden. Ein Garten für Hummeln und Bienen, Kinder und Erwachsene. Das war das Ziel von Martin Hampe vor 4 Jahren. Alle sollen sich hier wohlfühlen und finden, was sie zum Leben brauchen. Wilde Ecken, bunte Blüten, Schutz und genug zu essen. Aber so einfach, wie er sich das vorgestellt hatte, war es nicht. Als die Gartenplanung konkret wurde, fehlten ihm wichtige Informationen. Wir haben angefangen zu recherchieren, welche Pflanzen sind für Bienen gut. So, und alles, was dann so kommt, das ist halt ziemlich, also war zumindest vor 4 Jahren noch so, auf Honigbienen bezogen. Und dann, wenn man näher recherchiert, merkt man eigentlich, ja, nicht die Honigbienen sind die, die bedroht sind, sondern die Wildbienenarten sind eigentlich bedroht. Und da gab es halt noch nicht so viele Angebote. Und zudem gibt es da nur Listen oder gab es Listen, wo viele Informationen gefehlt haben eigentlich. Also gerade so Informationen wie zu Standort. Wo kann ich die Pflanze denn hinpflanzen im Garten? Was für eine Erde braucht die Pflanze? Nährstoffreich, nährstoffarm? Alles sowas. Und das wollte ich im Endeffekt dann vereinen und habe halt dann die Idee gehabt, ja, machst dann halt diesen Pflanzenfinder. Über ein Jahr lang sammelt der Werkstoffingenieur Informationen. Alles im Ehrenamt. Sucht Verbündete und findet Bienen- und Pflanzenexperten sowie eine Firma, die ihm kostenlos bei der Website helfen. Herausgekommen ist ein Pflanzenfinder auf der Seite bienennutzgarten.de. Für 310 Pflanzenarten hat Hampe zusammengetragen, wie gut sie für Bienen sind, welche Ansprüche sie an ihren Wuchsort haben und vor allem, wo es die Pflanzen zu kaufen gibt. Ja, das ist halt das große Problem, dass man halt diese Pflanzen nicht im Baumarkt oder im Gartencenter um die Ecke kaufen kann. Deswegen habe ich zu jeder Pflanze da auch wirklich Bezugsquellen noch genannt. Natürlich habe ich versucht, da Bezugsquellen zu nennen, wo möglichst viele Pflanzen erhältlich sind. Es bringt jetzt nichts, wenn man da eine Bezugsquelle nennt, wo eine Pflanze erhältlich ist, weil das macht ja auch keiner im Endeffekt. Dann eine Pflanze dort kaufen, die nächste dort kaufen, das wird ja auch wieder zu aufwendig. In seinem Garten blüht mittlerweile das ganze Jahr über etwas. Das ist optimal für die Bienen. Und es kommen auch immer neue Arten dazu. Aber die Zeit zum Pflanzen wird knapper. Denn mittlerweile hat sich der Naturschützer zum begeisterten Fotografen gemausert und engagiert sich auf sozialen Netzwerken. Naja, im Endeffekt versuche ich ja über Facebook und Instagram jetzt die Leute zu erreichen und auf gewisse Probleme und auch gewisse Pflanzen immer aufmerksam zu machen. Also welche Pflanze ist jetzt gerade im Moment gut für Wildbienen? Oder es gibt auch manchmal, was treten gerade für Probleme auf bezüglich Landschaftspflege, wenn wieder alles abgemäht wird etc. Inzwischen fragen sogar Firmen bei ihm an, wie sie ihr Gelände bienenfreundlicher gestalten können. In seinem Garten ist bislang alles so aufgegangen, wie er es sich vorgestellt hat. Hier leben alle friedlich miteinander, auch die Bienen und die Kinder.